Ich wette mit dir, dass du zu schlau bist, dass du zu klug bist, dass du zu intelligent bist. Und dass genau das dir im Weg steht, wenn du dein Ziel erreichen möchtest. Ziemlich interessante These, oder? Eigentlich wollen wir doch alle klüger werden, gebildeter werden, intelligenter werden, smarter werden und egal ob booksmart oder streetsmart. Und ich komme jetzt da hin und sage, nö, du musst dümmer werden. Und damit erstmal herzlich willkommen, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und es ist eine sehr gewagte These, oder? Doch lass mich das mal in einem sehr schönen Beispiel erklären. Und zwar, ich bin gerade in Florida, USA, und es ist das zweite Mal, dass ich in letzter Zeit in den USA war. Und ich muss sagen, eine ganze Menge Leute hier sind nicht nur ein wenig übergewichtig, sondern enorm übergewichtig, also wirklich fett. Und in Deutschland haben wir etwas sehr Ähnliches. Ich habe letztens eine Statistik gesehen, dass anscheinend jeder zweite Erwachsene in Deutschland übergewichtig ist. Übergewichtig oder wirklich adipös. Und das ist nicht wirklich eine schöne Statistik. Nur muss man jetzt wirklich so klug sein, so intelligent sein, so smart sein und so eine ausgefeilte Strategie haben, um abzunehmen? Also ist es wirklich so schwer? Eigentlich nicht, oder? Denn wir müssen eigentlich darum kämpfen, der Strategie abzunehmen zu umgehen. Denn überall sind Angebote von Discount-Fitnessstudios und mach diesen Ernährungsplan und ernähre dich auf diese Art und Weise und setz einfach das um. Das heißt, an Strategien mangelt es eigentlich nicht. Wir haben alle genug Wissen. Wir sind alle intelligent genug. Wir sind alle klug genug. Wo es wirklich hakt, ist die Psychologie. Denn die Strategie sind meistens nur 20%. Die Psychologie sind meistens die 80%. Das ist das wirklich Entscheidende. Jeder von uns weiß, wie man abnimmt, weiß, wie man in Form kommt. Geh 3, 4, 5 Mal die Woche zum Sport, welchen Sport auch immer, sei es Fitnessstudio, sei es Yoga, sei es Kampfsport, sei es Fußball, sei es Volleyball, was auch immer. Geh regelmäßig zum Sport, beweg dich regelmäßig und ernähre dich einfach mal gesund. Mach das ein halbes Jahr und du wirst einen anderen Körper haben. Es ist nicht so kompliziert. Aber warum sage ich jetzt, dass du dümmer werden musst? Naja, weil wir gerne Dinge überdenken. Wir machen die Dinge gerne komplexer, als sie sein müssen. Ein Beispiel. Nehmen wir an, du möchtest abnehmen. Bleib einfach mal dem Beispiel, weil ich glaube, da kann sich jeder reinversetzen in Bezug auf Sport und Ernährung. Das ist für eigentlich jeden ein Thema. Und zwar, wenn du anfangen willst, Sport zu machen, oder wenn du weißt, ja, sollte nicht mehr in Form kommen, ich sollte eigentlich mich besser ernähren, dann sieht der Gedankenprozess ja meistens so aus. Ja, okay, um ins Fitnessstudio zu gehen, muss ich ja meine Sachen packen und dann muss ich die Treppe runtergehen, ich muss ins Auto steigen, ich muss losfahren, ich muss dahin fahren, ich muss erstmal einen Parkplatz finden, dann muss ich rein, mich anmelden, ich muss die Umkleide suchen, mich kurz umziehen, dann raus, ein paar Dehnübungen machen, ein bisschen warm machen. Dann die erste Übung, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte und dann muss ich mich auch noch, einen Cooldown machen, dann muss ich mich duschen, dann muss ich mich wieder umziehen, dann muss ich zum Auto, muss nach Hause fahren und dann bin ich irgendwann zu Hause. Das klingt ziemlich kompliziert, oder? Sehr komplex. Viele kleine Schritte. Warum die einfach sagen, gut, ich gehe zum Sport. Das ist nämlich bei den Leuten so, welche eben regelmäßig Sport machen, für die sieht es einfach nur so aus. Diese ganzen Schritte haben sich in einer Sache zusammengefunden. Ich gehe zum Sport. Punkt. Und genau da ist die Sache. Komplexität ist der Gegner der Umsetzung. Schreib dir das Zitat unbedingt auf. Komplexität ist der Gegner der Umsetzung. Das heißt, mach Dinge so einfach wie möglich. Okay, ich gehe zum Sport. Punkt. Werd bewusst dümmer. Überdenke Dinge nicht. Mach nicht zigtausend Schritte da rein, mach es nicht unglaublich komplex. Mach es so dumm, so simpel, so einfach wie möglich. Mach es wie McDonald's. Bei McDonald's, die Prozesse, wenn du bei einem McDonald's arbeitest, sind nicht wirklich schwer. Jeder Idiot kann arbeiten. Kein Disrespect gegen alle Leute, die da arbeiten, aber es ist nicht wirklich kompliziert. Es ist klar systematisiert, klare kleine Schritte, wo du sagst, okay, du musst das machen, dann das, dann das, dann das. Okay, das kann ich. Es ist nicht wirklich schwer. Also wende das auf deine Ziele an. Überdenk nicht, werd nicht noch intelligenter, werd nicht noch klüger. Frag dich, wie kann ich das Ganze so dumm wie möglich machen? So stupide dumm, so stupide einfach wie nur möglich. Und dann wirst du sehen, es wird dir sehr viel leichter fallen, das Ganze umzusetzen. Cool. Ich hoffe, das hilft dir. Und wenn du deine Ziele für 2017 umsetzen möchtest und gewisse Probleme hast, gewisse Herausforderungen, die du endlich ein für alle Mal hinter dir lassen möchtest, dann lade ich dich zum Reset 2017 ein. Und zwar, das ist kein Seminar, es ist ein Workshop. Und zwar ein sehr exklusiver Workshop. Das ist etwas, was ich bisher noch nie gemacht habe und ich weiß noch nicht, ob ich es jemals nochmal mache. Und zwar werden meine Wenigkeit und Marco Roth ist ein Finanzexperte, Karriereexperte, den ich auch schon mal interviewt habe, das sehr, sehr gut bei euch ankam als Interview. Marco Roth und ich werden uns für 2 volle Tage mit dir persönlich in einen Seminarraum einsperren und nur an deinen Zielen, an deinen Herausforderungen, an deinen Problemen arbeiten.
Und wir werden nicht eher daraus gehen, bevor du nicht den perfekten Gameplan für 2017 hast, bevor du nicht jede kleine Herausforderung beseitigt hast, bevor du nicht jedes kleine Problem besiegt hast. Und weil wir eben so sehr auf dich eingehen, ist das ein Ding für gerade mal 10 Leute. Wir werden es maximal auf 10 Leute limitieren, denn wir wollen eben die bestmöglichen Ergebnisse für dich garantieren. Du bist nicht einer von vielen im Seminar, wo irgendwie 100, 200 Leute sind. Nein, du bist einer von 10 und du bist im Mittelpunkt. Wenn du dabei sein willst, dann geh auf die Website hier, Reset 2017, oder klick den ersten Link in der Beschreibung oder hier oben in der YouTube-Card findest du es auch nochmal. Und wenn du dazu noch Fragen hast, dann kannst du uns gerne anrufen, du kannst da gerne eine Nachricht hinterlassen und wir werden uns sofort bei dir melden und dir alle möglichen Fragen beantworten. So oder so, es sind nur für 10 Leute das Ganze reserviert. Das heißt, der zuerst kommt, naja, der malt auch zuerst. Weißt du noch so schön, wer zuerst kommt, malt zuerst. Und ist noch so schön, wer zuerst kommt, malt zuerst. Und wenn die Plätze voll sind, that's it. Maximal 10 Leute, weil wir für dich Ergebnis garantieren wollen. Also wenn du 2017 zum besten Jahr deines Lebens machen willst, sehen wir uns da. So oder so. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Dann sehen wir uns bei Reset 2017 oder im nächsten Video. Mach's gut.